Wozu montiert man ein Messer auf eine Armbrust? Das hier ist das K1 von Steamboat, montiert auf einer Steamboat Stinger Survival und hier auf einer Steamboat Stinger Tactical. Wozu macht man das? Wenn du wissen willst, was die Anwendungsgebiete sind und was das Messer kann, und das kann einiges. Also wenn dich das interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem verschneiten und 6 Grad kalten, nämlich minus 6 Grad kalten Buschkraftareal auf Alto Lopardé. Steamboat Messer K1. Ich habe das Ganze jetzt hier auf die Survival Armbrust von Steamboat montiert, und zwar hier unten. Kann man auch auf die Stinger Tactical und auf andere Armbrüste montieren, aber alles der Reihe nach. Bevor wir uns das Messer in den unterschiedlichen Varianten und auch in der Spezifikation und auch beim Arbeiten anschauen, einen Punkt vorweg. Wozu hat man ein Messer? Wozu will man ein Messer auf eine Armbrust montieren? Na, da gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel bei dieser Survival-Armbrust hier, dass ich sage, ich habe hier alles mit zusammen. Das hier ist die Stinger Survival, habe ich schon einmal vorgestellt. Du kannst das Messer montieren, du hast dann hier auch automatisch, wenn du das magst, das ist alles billige Eigenwerbung natürlich, all die Sachen, die ich dir hier zeige, das Messer, alles, kriegst du natürlich bei mir im Shop. Du kannst hier einerseits die Pfeile gleich mitnehmen. Ich habe hier einen grünen Laser montiert, damit ich auch auf weitere Distanzen schießen kann. Das ganze Teil, nämlich ohne Zielfernrohr schießen kann. Du kannst das ganze Teil auseinandernehmen, zusammenbauen. Ich will das jetzt gar nicht alles im Detail machen, wenn dir das interessiert. Oben beim E-Klicken, ich habe einen eigenen Bogensportkanal, da zeige ich dir ganz viel zum Thema Bogensport und natürlich auch, was es mit dem hier auf sich hat. Der Punkt ist, Steamboat ist ein international tätiges Unternehmen, und so wie ich das verstehe und ich Steamboat beobachte, machen die sehr viel in den Vereinigten Staaten von Amerika. Gut, und dort ist Jagen mit Armbrüsten erlaubt. Das kann man gut oder schlecht finden, es ist aber so. Und es gibt auch das eine oder andere europäische Land, wo das auch erlaubt ist. Also, da das ein internationales Unternehmen ist, denken die halt auch an eine kleine, kompakte Jagdarmbrust oder Survival-Armbrust. Ne? Das heißt, du nimmst dir das alles auseinander und hast dann ein kleines Backerl mit zusammengelegt. Wir haben jetzt hier das Messer unten montiert, das nimmt ihr auch gleich, da hast dann gleich eine schöne Auflage zum Halten der Armbrust, und dann hast du ein kleines Backerl mit besammen. Und was ist da jetzt das Messer? Gut, Survival, wir müssen draußen in der Wildnis überleben, Jagd, wir haben ein Tier erlegt, wollen das aufbrechen, wollen das zerwirken, wollen das aus der Decke schlagen und all die Dinge, die gemacht werden müssen, habe ich das Messer alles besammen. Ich meine, billige Eigenwerbung, du kriegst das natürlich alles bei mir. Wir haben auch einen Feuerstahl, den du hier hinten in den Schaft montieren kannst. Wir haben hier unterschiedliche Montagemöglichkeiten. Aber das ist mal der erste Anwendungsfall, wo ich sage, okay, ein Messer auf einer Armbrust? Ja, warum nicht? Das zweite Anwendungsgebiet, das Steamboat vorsieht, ja, ist im taktischen Bereich. Schau, wir in Österreich, Österreicher, Waldurlaub, Partei und so weiter, wenn es um das Thema Selbstverteidigung geht, wir dürfen uns Flinten kaufen oder sonst irgendein ein Teil. Also für uns sind das Sportgeräte. Aber wie gesagt, Steamboat International verkauft auch, zum Beispiel in Deutschland gibt es Händler, die das Ganze als Selbstverteidigungsinstrument propagieren. Und da ist jetzt zum Beispiel die Idee, das Ganze taktisch einzusetzen. Das heißt, ich kann das Messer seitlich, ich kann es oben, ich kann es unten montieren. Es gibt auch einen Gürtelclip, das zeige ich dir dann nachher auch noch. Also wir schauen uns das Messer noch an. Jetzt sprechen wir eben nur über die, ja, Sinnhaftigkeit, warum überhaupt ein Messer auf einer Armbrust. Und dann sage ich, okay, ich habe die Armbrust. Und dann habe ich, wenn die Armbrust irgendwie ausgeschossen ist, im taktischen Fall, dann zumindest noch immer ein Messer, das ich zur Verfügung habe für den taktischen Einsatz. Ob das gut oder schlecht ist, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, ich weiß es nicht, aber Steamboat sieht so vor. Aber jetzt bist du dran. Schreib mir gerne einen Kommentar, ob du der Meinung bist, ja, für eine taktische Armbrust auch ein taktisches Messer sinnvoll. Oder du meinst, naja, weiß nicht ganz. Schreib es gerne dazu. Übrigens noch etwas, ich gebe dir den Link hier oben bei mir und unten in der Videobeschreibung zu meinem Bogensportkanal. Dort werden wir uns auch anschauen, wie man das Messer konkret montieren kann, denn es gibt die Möglichkeit, das Ganze seitlich mit einer verlängerten Picatinny-Schiene zu montieren. Unten, wie du schon gesehen hast, bei der Survival. Und wir haben auch die Möglichkeit, das hier seitlich über unsere Universalhalterungen zu montieren und auch auf andere Armbrüste, aber dazu komme ich auch noch. Aber jetzt! Wollen wir endlich einmal das Messer ausprobieren, oder? Dazu nutzen wir diesen tiefgefrorenen Haselstock aus Waldurlaubaté. Und ich muss da eines sagen, es ist mir saukalt hier. Vorher in der Sonne hat es minus 6 Grad gehabt. Die Sonne geht jetzt unter. Es wird hier, es zieht da Feuchtigkeit auf. Ich merke das richtig. Es wird kackerkalt. Also
Wir werden hier im Zuge des Videos wahrscheinlich noch an die minus 10 Grad kommen. Aber das hier ist ein gefrorenes Stück Holz. Das ist, und ich meine das genau so, mein erster Schnitt mit dem Messer. Ich bin gespannt. Das ganze Messer ist gemacht in Italien. Made in Italy. Das heißt, das kannst du dir in der Liga vorstellen, von Fox Military Division, Lion Steel, sowas in dieser Richtung. Und auch von der Verarbeitung und von der Qualität her. Wir sprechen hier jetzt nicht von einem China-Kracher, sondern wir sprechen von einem europäischen, hochwertigen Messer. Also, in das Material rein fährt das extrem gut. Also, du weißt ja, ich habe ja selber auch Messer. Ich habe den Bushcraft Beaver und den Irbis und das und Stitch Hawk Raptor und die Backup-Messer und es kommt jetzt bald noch was Neues. Kein taktisches Messer, also nicht sowas wie hier. Aber und ich habe auch einen eigenen Messerkanal, wenn du den noch nicht kennst, auch beim i-Klicken und auch unten im Beschreibungstext. Und ich habe jeden Tag ein anderes Messer in der Hand. Das schneidet wirklich was. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich es verkaufe, was ich natürlich tue, das ist ganz klar. Du wirst da Freude haben damit. Du wirst da Freude haben damit. Es gibt da zwei Nachteile, die möchte ich dann nachher noch besprechen, aber jetzt reden wir mal über die Vorteile. Alter. Ja. Ich habe das Messer wirklich im Vorfeld noch nie ausprobiert. Es ist so, es ist so. Es ist so. Und jetzt habe ich noch mehr Freude damit. Powercut. Oh, der Powercut. Gefrorenes Holz. Aus dem Bushcraft-Areal. Es ist sicherlich kein klassisches Bushcraft-Messer. Da komme ich nämlich jetzt gleich zu dem Nachteil, den ich bei dem Messerdesign habe. Aber super, es ist super. Ich habe Handschuhe an. Ich muss Handschuhe anhaben. Weil meine Finger weh tun. Dieses Messer ist aufgrund des Designs, das habe ich gleich gemerkt, als ich das erste Mal in der Hand hatte. Hier ein Chimping, hier hinten bei dem Hammer Notfallelement oder Meinungsverstärker, wie auch immer du das sehen willst, ja, ist ein Chimping drauf. Das heißt, für den klassischen Bushcrafter, so wie der Reini, ja. Wir gehen in den Wald und ein bisschen Tee kochen und ein bisschen schnitzen. Dir wird es einfach, wenn du keine Handschuhe anhast, mit der Zeit den Daumen einfach in eine Richtung transportieren, wo du sagst, nö, nö. Aber als taktisches Messer, mit Handschuhen merkst du das überhaupt nicht. Das Chimping ist merkbar. Also wenn du so ein Bushcraft-Messer suchst, kauf dir was anderes. Kauf dir ein Bushcraft-Beaver. Oder irgendwas anderes. Wenn du ein taktisches Messer suchst, etwas, ja, mit einem, also das muss man wirklich schon sagen. Also ich bin bis jetzt begeistert, dann passt das. Ja? Also das Chimping ist ein Thema. Mit Handschuhen merkst du das fix nicht. Ich habe hier jetzt, das sind so Merino-Wolle-Handschuhe, habe ich überhaupt nichts dabei gemerkt, das passt dann auch. Und auch insgesamt, und das ist eben der zweite Nachteil, fürs Arbeiten, nicht für die Optik, nämlich für Bushcraft-Aktivitäten, es steht der Stahl über, das ist ein Full-Tang natürlich, ja, und das würdest du auch spüren auf Dauer, ohne Handschuhe, das musst du bewusst sein, ja, wenn du das wurscht ist oder du das ohnehin eben taktisch einsetzen willst, ja, dann ist es so. Weil der jagdliche Einsatz, ich bin jetzt nicht der große Jäger und möchte mich da aus dem Fenster lehnen, aber trotz alledem kann ich mir das sehr gut vorstellen, hohe Klinge, sehr, sehr scharf, sehr, sehr schnittig, hast du jetzt gerade gesehen, fällt auch ein wenig ab. Also da passt einmal alles, um das einzusetzen. Auch solche Schnittfähigkeiten sind gegeben, weil die Griffschalen, die gibt es in unterschiedlichen Farben, da komme ich dann auch noch dazu, bitte lass mal ein bisschen Zeit, die Griffschalen hier etwas abgefasst sind. Das liegt sehr schön in der Hand, da gibt es überhaupt nichts zum Meckern und zum Sudern. Ja, also bis jetzt. Also mir ist wirklich saukalt, das alles hier ist gefroren. Ja, der Klotz hier. Und das hier, das ist alles gefroren. Ich bin hier beim Haus Haslauerrotte auf Waldurlaub.at und da ist diese kleine Buschkraftnische hier und die nutze ich da gleich. Also das Messer fetzt einfach am Wie gesagt, alles eingefroren hier.
Steamboat hat dieses Messer ja gemeinsam mit Böker rausgebracht, haben sie zumindest bei der Produktpräsentation verlautbart und von einem namhaften, bekannten, renommierten italienischen Messerhersteller fertigen lassen. Und billige Eigenwerbung, ich gebe da natürlich den Link in meinen Shop, wo du das Messer beziehen kannst. Und es ist halt so, das Messer hat seinen Preis. Aber meiner Meinung nach, und das sage ich nicht, weil ich es verkaufe, ich meine, ja, sondern ist es das auch wert? Ich meine, wenn ich das jetzt vergleiche mit Lion Steel oder Fox Military Division, also FKMD und wie sie alle heißen mögen, also das spielt da auf jeden Fall mit. Ja? Ich meine, schau dir das an. Klar, N96 ist der dazugehörige Stahl, ja, macht bei so einem taktischen Outdoor-Survival und ich scheiß mal nichts Messer. Ah, habe ich Scheiße gesagt. Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Natürlich auch der richtige Stahl. Auch jetzt hier bei Schnee, Wasser, Blut, also Schweiß, das macht alles nichts. Das rostet mir nicht gleich dahin. Und wie gesagt, das ist halt kein Bushcraft-Messer, mit dem ich jetzt sage, okay, ich schnitz ein Messer. Das merke ich natürlich auch mit den Handschuhen jetzt. Also, dass eben dieser Tang, ja, dass der Klingenstahl oder der Stahl grundsätzlich etwas übersteht, das merkt man in der Hand. Aber ja, das ist einfach so. Also es ist wirklich gefroren. Es ist gefroren. Und ich bin halt mit den Locken zufrieden. Ja, da gibt es überhaupt nichts. Und Hacken, ich meine, es ist ein Schneidteufel. Ja? Es ist eher ein Schneidwerkzeug, aber es geht zur Not. Ja, habe ich schon Schlimmeres in der Hand gehabt, aber natürlich auch Besseres. Und macht halt ganz einfach. Ja, macht ganz einfach mit. Es ist stonewashed, ja. Es gibt ja zwei Versionen, schwarz und eben das blanke. Alles stonewashed, Muster gefallen oder Muster nicht gefallen. Ja, ganz einfach, wie es für dich passt. So, jetzt versuche ich das da reinzutreiben. Na, geht nicht. Unmöglich. Komplett gefroren. Das Messer hat ja einen Guard, ja, einen sehr brauchbaren Guard. Damit kann ich mir auch sicher sein, dass ich nicht abrutsche. Ja, weil das wäre unangenehm. Zum Hebeln würde ich das Messer jetzt nicht zu sehr benutzen. Da ist einfach die Spitze nicht robust genug ausgeführt. Kann man das da irgendwie reintreiben? Nein, nicht mit dem hier. Mit dem, da ist zu wenig Energie dahinter. Also ich würde jetzt nicht allzu viel hebeln damit, weil einfach die Spitze nicht dafür ausgelegt ist. Aber total okay. Also das geht einmal super. Ups, greifen in ein fallendes Messer. Jetzt auch mal seitlich draufschlagen. Es ist ja verschraubt, es ist nicht vernietet. Ich meine, da kommen wir dann eh noch dazu, wir werden uns das dann noch im Detail anschauen, ob das irgendwie aufgeht. Die Griffschalen, das sind Kunststoffgriffschalen, die gibt es in unterschiedlichen Farben, die gibt es in Aluminium, die gibt es als Holzgriffschale, damit du dir das customisieren kannst, so wie du das am besten brauchst und wie es dir am besten taugt. So. Nein, das sitzt alles Bombe. Ich hatte nämlich vor kurzem am Messerkanal, wie gesagt, wenn du den noch nicht kennst, schau auch dort vorbei, das Survival-Piloten-Messer von Böker getestet und das war vernietet. Und das hat nach einiger Zeit sind die Griffschalen runtergegangen. Und das ist halt das Letzte, was ich eigentlich bei so einem Messer will. Weil es ist dann noch immer nicht kaputt und noch immer einsatzfähig, aber dennoch. Also robust, alles cool. Wirklich. Wirklich cool. Ah, steckt nicht. Oder doch? Ah, jetzt ein bisschen. Natürlich. Was müsst auch noch probieren, das Messer von weiter oben mit der Klinge nach unten fallen lassen. Diese gefrorene Situation. Ja, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Ja, super. Super, super, super. Ja, es gibt dann noch ein kleines Feature. Und zwar, du kannst sehr einfach die Griffschalen wechseln und runterbauen und runternehmen. Und dazu benutzen wir nämlich gleich einmal das Messer, nämlich um uns das dazugehörige Werkzeug zu bauen. Also hier jetzt hinter mir das Haus Haslerotte. Ich bin hier, wie gesagt, im Buschkraftareal und hier auf diesem dazugehörigen Buschkraftplatz von diesem Haus. Und ja, das ganze N96-Stahl, ich glaube, das habe ich schon erwähnt, österreichischer Stahl, also aus Österreich. Steamboat ist eine österreichische Firma. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht, wir holen uns österreichischen Stahl und das passt gut. Dieser N96-Stahl, vielleicht mag ich jetzt auch noch das eine oder andere sagen. Ne? Also wir zum Beispiel beim Bushcraft Beaver und beim Irbis sind auf D2-Stahl gegangen. Ja, warum? Nur weil es wurscht ist. Ne? Kein Messer, wo ich sage,
da kann ich dem Nutzer nicht zumuten in der Situation für das Anwendungsgebiet, dass der nicht hergeht und ein bisschen, das Ganze ein bisschen pflegt. Ja? Daher, Survival-Messer oder Backup-Messer, wie es wir jetzt haben, oder auch hier dieses hier, N96. Auch ein guter Stahl, ja? Guter Stahl nehme ich dahingehend. Ja, ja, ich kann das Ganze ein bisschen wilder behandeln. Und das ist, glaube ich, auch die Idee dahinter. So, und jetzt siehst du auch meine Idee. Ich meine, ich hätte ein bisschen einen kleineren Stock, kürzeren Stock nehmen können. Du kannst hier, das geht aber auch mit einer Münze und Multitool, also ein Schlitzschraubenzieher. Du kannst hier, und jetzt muss man halt aufpassen, wenn man das im Felde macht. Denn hier ist jetzt die dazugehörige Buchse, die habe ich da jetzt rausgedreht und damit kann ich, von der anderen Seite nehmen wir es jetzt auch, also das wäre jetzt Chaos im Schnee, das ist mir schon einmal passiert, das ist fürchterlich, kann ich die Griffschalen runtermontieren und austauschen. Es ist jetzt hier auch die Möglichkeit, ich nenne das jetzt mal Fächer, auch da könnte ich jetzt noch das eine oder andere Ausrüstungsgegenständchen hineingeben. Oben beim Wickeln, wenn es Sie interessiert, am Messerkanal, es gibt ein Bushcraft-Messer, das Stöckli oder Stickli oder so irgendwie, da ist da noch einmal ein Multitool mit eingebaut. Das geht sich hier nicht aus, weil Steambo an dieser Stelle hier noch einmal einen Steg eingebaut hat. Einerseits, ich gehe davon aus, um Stabilität hier in diesen Griffbereich zu bekommen. Und ich stelle mir halt die Frage, was dieses Loch hier soll. Weil ich habe zweimal die Buchse und da habe ich noch ein Loch. Ist das Lanyard-Loch, habe ich hier hinten auch. Vielleicht ist es auch so, dass, so wie wir das beim Bushcraft Beaver haben, dass man da noch einmal ein Flexicord durchziehen kann. Vielleicht ist das die Idee. Aber sei es drum, ja. Es gibt nämlich andere Griffschalenfarben auch, das finde ich super. So, ich habe jetzt die Griffschalen komplett runtergenommen, das heißt, du könntest es auch wirklich so benutzen. Ist jetzt huschi, huschi kalt, natürlich keine Idee. Das Paracord drüber wickeln, also so wie es dir passt. Scheiden, es werden ja zwei Scheiden standardmäßig mitgeliefert. Das sind Kunststoffscheiden, genau dasselbe Material, so wie auch bei der Stinger. Carbonverstärktes, was weiß ich, Plastik, nein, Kunststoff. Ja. Sehr, 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 sehr stabil, kann ich dir sagen. Und auch das Messer kannst du hier so einsetzen, Paracord-Wicklung, oder? Und das ist bei uns im Standardlieferumfang auch mit dabei. Das heißt, schau mal in meinen Shop vorbei. Diese schönen Dinger hier. Jetzt kannst du sagen, Reini, jetzt kann man da, es sind da Griffschalen bei dir dabei. Sand, Sand. Oder Grün, Oliv, Military Look. Ja. Oder Orange, nämlich abhängig davon, was du wirklich damit tun willst. Schwarz, standardmäßig mit dabei, Kunststoff. Auch dieser Kunststoff hier, ist dieser Kunststoff von der Stinger sehr stabil, also da brauchst du keine Sorgen machen. Wenn du das eher jagdlich und Survival-mäßig einsetzen willst, so als Survival-Armbrust, zum Beispiel eben bei der Stinger Survival, dann ja, ist zum Beispiel Orange eine gute Sache. Ne? Montierst da drauf und dann hast du das Ganze Orange. Weißt du, jetzt kann man sagen, ist eine blöde Spielerei. Ja, Reini, schön, dass das bei dir mit dabei ist und dass ich das im Standardlieferumfang dabei habe bei dir. Aber was bringt mir das? Du kannst das Messer individuell so anpassen, wie es gerade passt. Und wie oft habe ich die Frage, dass mich Leute, wir verkaufen ja Messer bei uns im Shop, welche Farbe soll ich nehmen? Eher Orange oder eher Schwarz? Oder eher doch Grün oder Lila? Ich hätte sie... Jetzt stellt sich die Frage nicht mehr. Weil du kannst es immer so zusammenstellen, wie es dir halt gerade taugt. Also ich werde es mir jetzt mal in Oliv umbauen. Und hier jetzt siehst du auch, da sind so kleine Ausbuchtungen, ja, in dem Messergriff. Das heißt, auch hier kann man noch die eine oder andere Ausrüstung mit reinbringen. Vielleicht Angelhake, ich halte da überhaupt nichts davon, also sage ich gleich dazu. Ich habe schon oft Videos gemacht, wo ich gesagt habe, das mit den Angelhaken, also das musst du mal hinkriegen. Aber was auch immer du da einbauen willst, ja, vielleicht ein Mini-Feuerstahl, wobei, kauf da einen gescheiten Feuerstahl von uns, ja, und bau den hier hinten in den Griff ein, aber wurscht, was auch immer du magst, ich finde das einfach die Option, dass die Option besteht, das finde ich gut und das taugt mir. Im Standardlieferumfang sind zwei Scheiden mit dabei. Einmal eine Links- und einmal eine Rechtsscheide. Es gibt natürlich auch hier einen Clip, den du dir drauf montieren kannst. Der ist Molly-kompatibel und als Gürtelclip geeignet. Und ich glaube, dass das nicht nur für Links- und Rechtshänder die Idee ist, sondern ich glaube, da gibt es auch noch einen anderen Grund. Jetzt hast du das Messer zum Beispiel auf deiner Armbrust montiert, ja? Und sagst, ich bin glücklich damit. Aber dann, oh ja, jetzt würde ich sie aber gern am Gürtel tragen oder auf Molle, am Rucksack, Weste, was auch immer. Dann müsstest du ja das Teil wieder abmontieren. Und das ist, natürlich geht das, aber so witzig ist das natürlich nicht. Und daher zwei Scheiden im Standardlieferumfang mit dabei, finde ich sehr, 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 sehr sinnvoll.
Das Ganze gibt es auch in komplett schwarz, auch stonewashed und schwarz beschichtet. Wir werden uns jetzt gleich anschauen, wie gesagt, mache auch da jetzt das die ersten Schnitte, wie sich dieses Schwarz, ja, ob das recht lange hält. Aber eine Sache möchte ich gleich vorweg schicken und das ist mir aufgefallen, aufgrund der Konstruktion der Scheide ist es so, dass es ist hier eine Metallplatte eingebaut, die geht in die Scheide hinein und sorgt, verkehrt, und das muss ich mir erst gewöhnen, hast du das Klacken gehört, sorgt dafür, dass das Messer einfach einen total stabilen Halt hat. Da wackelt nichts, also das sitzt fix. Sehr kompakt, sehr schmal, großartig. Daumen nach oben. Wo ein Vorteil ist, ist ein Nachteil. Mit der Zeit, wenn du das ein paar Mal machst, hier an den zwei Stellen, das sieht man beim Schwarzen halt etwas schneller als bei der Blank-Variante. Da, wo das festhält, da drückt die Metallplatte drauf und zerkratzt. Ja, man sieht ganz einfach, dass es an dieser Stelle kalten wird. Das heißt, für alle, die Messersammler sind und eher da sagen, okay, du, das muss makellos schön sein, was ich verstehen kann, ist in Ordnung für mich, dann ist das Schwarze wahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Ja? Weil man sieht das mit der Zeit. Wenn du sagst, das ist ein Werkzeug, ein Tool, mir ist das vollkommen egal, das soll Charakter kriegen, dann ist es eh wurscht. Ja? Denn ohnehin, wenn du mit einem Messer arbeitest, hackst, haust, wirst du sowieso nach einiger Zeit diese Gebrauchsspuren sehen. So, wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich damit schnitze. Und man sieht ein bisschen, dass man damit gearbeitet hat. Aber nicht so, gleich total runtergeht. Das kenne ich ja auch von anderen Messern, wo man ein paar Mal schnitzt und die Beschichtung geht runter. Also so ist es nicht. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Das ist ja total unfair, weil Betonung bei so einem Schneidteufel eigentlich nicht zählt. Aber wir betonieren etwas. Ich werde zum Haus Haslerotte gehen und mir hier unten einen Holzklotz holen. Und dann spalten wir mal was. So, ich habe jetzt hier ein gefrorenes Stück Buchenholz. Wir werden absichtlich die schwarze beschichtete Messerstruktur hier benutzen. Um gleich einmal zu sehen, was sich da aussieht. Eine Sache noch, bevor ich jetzt... ich mache und rede dabei. Das ist halt ein Schneidteufel. Das ist kein Spaltkeil. Ja? Mir geht es nur darum, zu schauen und auch zu zeigen, wie es mit der Stabilität von dem Teil ausschaut. Und wie sich die Beschichtung tut. Aber klar, zur Not geht das. Das ist jetzt gerade so grenzwertig. Ja. Und hält das natürlich aus. Ich meine, das ist eh ganz klar. Aber wie gesagt, es ist mein wirklicher Ernst. Das Messer ist halt nicht das ideale Spaltteil. Das muss man einfach einmal festhalten. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich, dass der Stahl übersteht. Bei der silbernen Version sieht man das besser. Gar nicht einmal so blöd, denn wenn man da hinten drauf klopft auf dieses Chimping und der Kunststoff, ich meine, ich weiß nicht, den würde ich dann vielleicht noch einmal extra beleidigen. Das wäre nicht gut. Nein, ich komme jetzt nicht weiter, das ist das Problem. Also das steckt einfach. Das Messer steckt. Da tut sich nichts mehr. Also wie gesagt, gefrorenes Stück Holz. Gefrorenes Stück Holz. Beschichtung hat sich gar nichts getan. Das ist minimalst. Wirklich, minimalst. 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 Also ich komme da nicht weiter. Und das Problem ist halt, mein Schlagholz ist halt auch nicht unbedingt das stärkste. Und da geht es jetzt wieder, weil ich wo draufschlagen kann, weil sich da etwas tut, aber das Messer ist kurz, aber ausreichend für diese Tasks. Ich glaube, es müsste eigentlich auch 42A konform sein. Ach, geh auf meine Webseite, da habe ich das dann dazu geschrieben. Jetzt, wo ich den Test mache, weiß ich das noch nicht. Ich habe leider keinen Irbis da, oder habe ich einen da? Na, wir werden sehen. Nein, also auch batonieren, überhaupt kein Problem. Dass du dann natürlich die eine oder andere Gebrauchsspur hast, ist auch klar, aber no problem. Ah, das steckt, das ist alles gefroren. Verdammt. Ah, cool, yeah.
Was ich vom Design her gut finde, das ist einfach hier hinten am Griff, da ist kein Huppel oder irgendeine Ausnehmung, sondern das Messer ist nach hinten offen. Du hast zwar diesen Glasbrecher und Meinungsverstärker, aber das muss ich natürlich billige Eigenwerbung für mein eigenes Teil machen. Auch wir haben absichtlich, zum Beispiel bei diesem Urban Backup hier, darauf verzichtet, hier irgendeinen Hebel oder einen Haken oder irgendwas zu machen, weil das beim Arbeiten immer ein Problem ist. Weil wir ja nicht wissen, wie groß deine Hand ist. Vielleicht hast du solche Hände oder du hast so Diva-Hände wie ich oder Riesenbratzen. Und das würde immer ein Problem machen. Das finde ich, dass sehr gut gelöst ist. Dass hier hinten ein Chimping ist, dass hier hinten ein Chimping ist und dass hier an der Stelle ein Chimping ist, hätte sich der Reine gespart, aber der Reine ist halt der Reine. Und für ein taktisches Messer ist er das absolut in Ordnung. Ich merke jetzt, dass das da auch alles anfriert. Ja? Es friert alles an. Das ist absolut Wahnsinn. Und ja, das passt ganz gut. Das passt ganz gut. Und ich glaube auch, dass eben hier der Stahl etwas übersteht beim Griff oben und unten. Hätte jetzt für den Bushcrafter, für nacktes Arbeiten mit der nackten Hand, das merke ich jetzt hier, weil du halt die Kante spürst, einen Nachteil. Wenn du Handschuhe hast, ist egal. Aber hat halt dann wiederum den Vorteil, dass dieser Stahl hier dafür sorgt, dass auch am Griff nichts passieren kann, wenn man draufschlägt oder es wirft oder so. Also ich glaube, dass die Leute von Steambo da schon ernsthaft nachgedacht haben. Und ja, it's made in Italy, ja. Und Consulting von Böker. Und das merkt man halt, dass das Messer einfach gut durchdacht ist. Also ich werde das Thema mit den Montagen noch einmal in einem eigenen gesonderten Video am Bogensportkanal, wie gesagt, schau auch dort einmal rein, näher anschauen. Ich möchte jetzt hier die Griffschalen wieder aufmachen und einmal in Orange umbauen. Aber übrigens, das ist ein experimenteller Pfeil, den ich jetzt habe, aber daher, schau am Bogensportkanal vorbei, da gibt es ganz viele Infos. Aber sei es drum, ich werde jetzt den Orange umbauen und mag dir dann noch etwas zeigen, und zwar, welche Möglichkeiten es gibt, nämlich prinzipiell, wie es auf die Armbrust draufgehen kann, das Messer. Montage an der Armbrust bei der Survival meiner Meinung nach genauso, ja, wirklich genauso. Du hast dann auch eine schöne Auflagefläche für die Armbrust. Ich habe jetzt gerade vorher damit geschossen, mit Botkin-Pfeilen. Geht super. Hast schön zum Auflegen. Das ist großartig. Also wird der Survival meiner Meinung nach hier unten perfekt. Und auch das mit dem Orange. Ich finde das super, dass man das customisieren kann. Denn manchmal hat man vielleicht, will man das eine oder das andere an Farbe haben. Also das gefällt mir. Dann, bevor wir zur Tactical kommen. Es ist im Standardlieferumfang auch dieser Clip hier mit dabei, Molle-kompatibel, wie ich schon gesagt habe. Der wird hier hinten montiert und auch da kannst du zum Beispiel höher oder weiter nach oben gehen. Schau am Bogensportkanal vorbei, da zeige ich, wie man das montiert. Hier sind unterschiedliche Löcher und hier kommt dann sozusagen dieser Gürtelclip rein. Was nicht geht, das habe ich mir schon angeschaut, es ist nicht mit einem Techlock kompatibel, da passen die Abstände von den Schrauben nicht, aber wir sind ja in der Reini Rossmann Werkstatt. Also nicht hier, hier sind wir Fallhöhle, aber wir haben ja auch zum Beispiel hier diese Halterung hier, kommt auch aus der Reini Rossmann Werkstatt, da wo ich den grünen Laser drauf montiert habe. Achso, da ist jetzt keine Batterie drin, da ist ein Batterieverachter drüben mit dabei. Oder eben dieses Teil hier. Und wir werden einen Aufsatz machen, damit dieses Messer, weil ich glaube an dieses Messer, ich finde dieses Messer großartig, ja, das passt ideal zu dieser Armbrust und zu anderen Armbrüsten ganz einfach dazu. Wir werden einen Adapter bauen und wir haben da auch schon Ideen und ich werde bald den Prototyp präsentieren, dass man hier dieses Messer an eine Techlock-Scheide drauf montieren kann. Da braucht man einen Adapter dazu und dann geht das wieder ganz gut. Das ist super, das ist wirklich, wirklich super. Was ich jetzt nicht ausprobiert habe, ist, ob man es schräg tragen kann. Ja, das geht sich aus, also könntest du es zum Beispiel schräg am Gürtel tragen, das geht sich aus. So, und jetzt Montage an der Tactical. Auch hier könnte man natürlich auf den Vordergriff verzichten und das Messer so montieren, wie ich es gerade bei der Survival gezeigt habe. Halte wenig davon. Du könntest es auch schräg montieren. Ah, wird halt relativ breit. Auch oben könntest du breit werden. So Montage wird nicht gehen, weil du dann den Deckel nicht aufkriegst. Also so, das ist alles nichts. Daher hat Steambo, es gibt eine Steambo-Lösung mit dieser seitlichen Picatinny-Schiene mit zwei Bohrungen. Gibt es eine Anleitung dazu auch bei mir in der Kundenplattform. Wird da drauf montiert oder am Bogensportkanal drauf montiert. Und auf diese Picatinny-Schiene wird dann das Messer
mit dem Picatinny-Adapter, der auch im Lieferumfang mit dabei ist, aufgeschoben und dann hast du halt entweder links oder rechts das Messer montiert. Und dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit, und zwar die Möglichkeit über unsere Universalhalterung, die du ja vielleicht auch schon kennst, mit Wachscontainer oder Lampe oder Laser oder nicht oder was auch immer. Auf jeden Fall, auch wir haben hier einen Picatinny-Adapter, der auch gleichzeitig ein Batteriecontainer ist, und kannst du auch hier das Messer dann einstellen, draufsetzen und dann im Winkel anschrauben, so wie du das Messer halt haben willst, weiter schräg, weiter unten, wie du magst. Alles in allem ein großartiges Messer, sehr schnittig, extremer Schneidteufel, liegt gut in der Hand mit den Einschränkungen, die ich dir gesagt habe. Du kannst bei dem Messer nichts falsch machen. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und natürlich immer wieder davon berichten. Ein letztes Wort noch. Du hast hier ein Messer made in Europe, made in Italy, das heißt in Italien gemacht. Das ist kein chinesisches Messer und das kann gut oder schlecht sein, das kann dir wurscht sein oder auch nicht. Es wird von einem namhaften italienischen Firma hergestellt, die du sicher schon kennst und auch gehört hast. Und wenn man jetzt in den Bereich reingeht und schaut in meinen Shop, der Preis ist natürlich hoch im Vergleich zu einem China-Bomber, besonders mit der Stahlklasse, man sagt N96. Natürlich, N96 ist jetzt kein Billigstahl, besonders das ist ein österreichischer und kein chinesischer Stahl, aber auch das ist wurscht. Was du hier kaufst, ist italienische Wertarbeit. Noch einmal, Lion Steel, Fox Military Division, also FKMD, das sind Preise, die liegen genau dort. Und du hast, ich kaufe dir jetzt nicht einfach nur ein Messer, sondern du kaufst eine Lösung. Eine Lösung, um das Ganze auf einer Armbrust zu montieren. Ja? Das ist das, was du hier kaufst. Du hast im Lieferumfang zwei Scheiden dabei, einmal mit Gürtelscheide, einmal die Möglichkeit, das auf eine Picatinny zu adaptieren. Du hast die Griffschalen bei mir mit dabei. Ich glaube, Sand, Oliv und Orange und die schwarzen sowieso. Du kannst auch umbauen auf Nussschalen, also Holzgriffe, auf Aluminiumgriffe, wenn dir das lieber ist. Das ist alles eine Frage, wie du es customisieren willst. Du kaufst hier eine komplette Lösung und meiner Meinung nach für Made in Europe, Made in Italy von einem namhaften Hersteller ein Preis, der absolut in Ordnung ist. Aber das liegt natürlich an dir. Billige Eigenwerbung, du kriegst das Ganze natürlich alles bei mir. Das Messer, die Montagen, die Armbrüste, die Lampen, das Waldurlaub, wenn du magst. Es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist oder warst. Super Produkt wieder von Steambo. Taugt mir irrsinnig. Wenn du Fragen hast, stell sie. Wie gesagt, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, Universalhalterung, Messer kaufen und so weiter bei mir, dein Rainer Rossmann. Es hat mich gefreut und yeah!